Moment, brauchen wir viel Gold, Eisen? Komm, ich probiere das gleich mal, beziehungsweise ich probiere das gleich mal bei einem Goldbahn und ja, schau mal nach. Na, na, na. Ich will hier keine Lava drin haben. Kai? Nee, Lava. So. Schauen wir mal, ne? Bitte geh nicht kaputt. Und du bist kaputt gegangen. Schade. Egal. Dann baue ich gleich eine Eisenspitzhacke. Wir haben ja genug. Dann sollte es klappen. Dann will ich erstmal nach Hause laufen. Und dann gucke ich mal. Beziehungsweise dann schmelze ich erstmal das Eisen ein. Und baue mir ein Schild. Vielleicht eine Brustplatte. Eine Eisenspitzhacke. Und wenn noch etwas übrig bleibt, vielleicht Schuhe oder ein Helm, je nachdem. Könnte ausreichen, wenn ich mich nicht täusche. So. Eisenbahn. Jetzt nehmen wir hier Birkenholzbretter. Das kommt hier in die Mitte und dann zack, 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 zack. Und wir haben ein Schild. Perfekt. Und das Schild kommt hier hin. So, mit Rechtsklick kann ich das benutzen. Türen kann man trotzdem noch öffnen mit Rechtsklick. Perfekt. Sind wir schön geschützt. Verteidigung gegen Pfeile und dann zack, draufhauen. Für eine Brustplatte brauche ich 8 Eisen. Okay. Aber die Spitzhacke kann ich ja trotzdem schon mal bauen. Zack, zwei Stücke und hier oben drei Eisenbarren. Und da haben wir schon mal eine Eisenspitzhacke. Ich warte jetzt mal für den Rest. Dann haben wir also noch 15 Eisen übrig und können damit, wie gesagt, eine Brustplatte bauen. Und eine Hose. Das wären dann genau 15 Eisenbarren, die wir brauchen. Gut. Das wäre schon mal eine ordentliche Rüstung, wie ich finde. Vielleicht kannst du mal kurz rausgucken. Wobei, nein, ich gucke da erst raus, wenn ich voll ausgerüstet bin. Also Helm und Stiefel noch. Mir geht es nicht um Diamantenrüstung. Man muss ja nichts riskieren, ne? Jetzt mache ich schon mal die Brustplatte. Zack. Eisenbrustpanzer. Yeah. Wie man sieht, wir haben hier unten drei Striche schon mal, die gefüllt sind. Ich würde sagen, es läuft ganz gut. Könnte schlechter sein, ne? So, noch drei Eisen. Wir haben erst ein Kohle verschwendet. Also Kohle hält lange. Fackeln haben wir auch genug. Oh, ups. Ich tue die Kohle mal hier rein. So. Jetzt kommt noch die Hose. Eisenbeinschutz. Und zack. 5,5 von 10 Strichen, oder? Jo, 5,5 von 10. Perfekt. Fehlen also noch ein Helm und Stiefel. Für beides brauchen wir, beziehungsweise für Stiefel brauchen wir 4 Eisen und für den Helm 5. War hier oben was? Ah, Sand. Okay.
Also 9 Eisen. Wenn wir das haben oder keine Spitzhacken, gehen wir dann wieder hoch. So. Ich würde mal sagen, das ist schon mal ein gutes Tempo, oder? Könnte länger dauern, aber das wäre nicht so gut für ein Let's Play. Ah, jetzt kann ich auch Redstone abbauen. Sehr schön. Und wie man sieht, es gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Und schnell abbauen kann man damit auch. Nur will ich die Spitzhacke nicht. Also die Eisenspitzhacke nicht für normales Gestein benutzen. Dafür ist mir dieser Rohstoff leider zu wertvoll. Habe ich gerade die Fackel abgehauen? Wie das denn? Ich stand doch mit dem Rücken da. Sei's drum. So, wo war das Gold? Mal erstmal noch hier. Man muss aufpassen, vielleicht ist da oben Lava. Nein. So, hier war Gold. Oh, sogar eine Menge. Yeah, ist ja perfekt. Wie viel war das? 9 Stück. Wenn man das eine kaputte wegnimmt, was wir aus Versehen, also beziehungsweise was wir zu Testzwecken kaputt gemacht haben. Waren das immerhin 10 Eisen. Erze. So, ich will das Wort gerade nicht ein. Okay, jetzt bauen wir weiter. Nach vorne. Das war die rechte Seite. Hier bauen wir jetzt wieder auf die linke Seite. Zack, zack, zack. Ich mache das jetzt wieder erstmal so lange, bis wir 60 Fackeln haben. Also, jetzt noch zweimal. 1, 2, 3. Einmal reinhauen. Zack. 1, 2, 3. Und 2, 3. Hier ist leider nichts. Ich habe Lust, ein Feld anzubauen. Mit Weizen etc. Komm, ich will jetzt noch diese 9 Eisenerze finden. Ach, sorry. Ich will diese 9 Eisenerze finden, dann will ich jetzt eine volle Rüstung haben. Also eine volle Eisenrüstung. Eisenspitzhacken. Wenn man kopfüber abbaut, darf man natürlich, beziehungsweise muss man natürlich immer ein bisschen weiter zurücklaufen, weil es kann sein, dass auf einen Lava fließt. Und das ist dezent ungesund, habe ich mal gehört. Lava auf den Kopf bedeutet ein bisschen Aua. Aber nur ganz ein bisschen. Yeah, Eisen. Ich schaue mir aber erstmal die andere Seite an. Wir haben noch 2 Steinspitzhacken. Okay. So. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ist hier noch was? Oh. Nein, okay. Na, immerhin 6. Fehlen also noch 3 Eisenerze.
Ich habe mich gerade zugebaut, wie ich merke. So. Das war eins zu viel. Das darf auch immer nur 5 breit sein. Ich liebe es, wenn es symmetrisch ist. Okay, dann bauen wir weiter nach vorne. 3. 1, 2, 3. Ihr kennt es ja bereits. So, ich baue am liebsten direkt rein und mache nicht erstmal so einen kleinen Tunnel, denn es kann natürlich sein, dass sie über Lava ist und dann kann ich es eh nicht benutzen. Also ist es schlauer, wenn man es direkt nicht mal genau ansieht, was so da drinnen ist. Anstatt es später zu tun. Redstone. So, hier mal alles zubauen. Ist bestimmt für einige merkwürdig, wenn die sehen, wie ich das hier immer so zubaue, aber ja, ich habe da einen kleinen Tick, kann man sagen. Dann noch mehr drin. Ja. Und wir sind schon auf Level 10. Meinen ist also nicht nur gut, um halt die Rohstoffe zu finden, sondern halt auch, um Level aufzusteigen. Ich will Eisen. Dann können wir endlich mal auch mal was anderes machen. Denn auch wenn das sinnvoll ist, was ich gerade mache, aber das ist trotzdem immer noch ein Let's Play und da will man auch mal was bieten. Erde ist kein Eisen, tut mir leid. Da muss ich dich enttäuschen, liebe Erde. Ich liebe dich, Erde, aber du bist kein Eisen. Was ist das hier eigentlich? Ich glaube Granit, oder? Schau mal kurz nach. Ja, Granit. Granit, Andesit, Bruchstein haben wir schon genug. Diorit, Erde. Ich hab alles. Okay, alles ist übertrieben. Aber ja, wir haben schon ein bisschen was. 1, 2, 3. Und jetzt 5 mit der Schaufel, oder? Ne, nur 3. Und das scheint mir aber leider auch kein Eisen zu sein. No. Links ist immer Granit, rechts Erde. Auch nichts. Ach, ich hätte hier Schaufel benutzen können, aber was soll's. Fackel. Hier habe ich eine Fackel. Ich dachte, ich hätte vergessen. Beziehungsweise ich dachte, ich hätte es vergessen. Man muss es ja richtig aussprechen. Nee. Wenn man seine Versprecher kennt, sollte man sie auch verbessern. Leider auch nichts. Warum ist ja so viel Erde? Das kann doch nicht sein. Da wo Erde ist, ist doch sind normalerweise auch keine Erze. Also bitte, geh weg, Erde. Du bist hier fehl am Platz.
Du bist nicht das, was ich gerade suche. Tut mir sorry.